Hallo liebe Wikitrend-Freunde, heute zeige ich euch mein Video über meine B176.5, sprich die den EC2 von Nürnberg nach Leipzig zieht. Da hat mir Kinia sich sehr viel einfallen lassen, sehr viele Funktionen drin eingebaut und die zeige ich euch heute mal am Bildschirm und dazu ein paar Fahrvideos. Viel Vergnügen! So, damit ich die Lok überhaupt erstmal steuern kann, seht ihr hier die Lok. Und die muss ich jetzt natürlich zu einer Seite ziehen und so ziehe ich die jetzt zu meiner linken Seite. Und wenn ich dann hier über das Lok-Symbol aufrufe, da ist meine 146.5. So, im Moment seht ihr nur, die Lok steht, keine Geschwindigkeit hier vorhanden. Wenn ich das Menü jetzt mal ein bisschen weiter aufziehe, dann seht ihr, kommen da die einzelnen Funktionen der Lok zum Vorschein. Das sieht doch schon ganz nett aus und das ist hier aktiviert, das wollen wir eben deaktivieren, das deaktivieren wir auch mal und das auch und das auch erst einmal und dann zeige ich euch jetzt mal, was ist. Das hier oben sieht natürlich sehr stark nach Licht aus, ja, das wird sicherlich das Licht an der Lok sein. So, da haben wir jetzt die Lok im Bild und ich schalte erstmal eben das Licht der Lok ein. So, da ist das Licht der Lok an und wenn ich das Ganze jetzt einmal wieder auf mein Bildschirm verschwenke, dann seht ihr hier oben, Licht der Lok ist aktiviert. So, nehmen wir mal das nächste Symbol, das ist das hier und das sieht ja ganz nach Stromabnehmer auf, sprich nach dem Pantographen. Und das aktiviere ich mal und dann hören wir mal, was die Lok dazu sagt. Schalten wir erst einmal auf die Lok. Annehmen wird sie die nicht, das macht die Lok nicht, aber wir hören einen Ton. Klack und Pantographen senken. Da ist er, der Pantograph. Dann gehen wir zurück zu unserer Auswahl. Das nächste Symbol wird das Sanden sein. Sanden ist notwendig, wenn die Strecke sehr nass ist, Laub auf den Gleisen liegt, dann können die Loks Sand rausschütten und das hört sich dann so an. So, dann habe ich das nächste Symbol. Das nächste Symbol daneben, das ist ein Lautsprecher und guck mal, was dann aus der Lok rauskommt. Mal hören. Ja. Und dann nimmt es direkt noch ein Lautsprecher. Den mache ich jetzt auch mal an. Mal gucken, was da kommt. Die Bahnhofsdurchsage. Ja, daneben ist ein, ich kann euch das wieder zeigen, ein Lüfterrad abgebildet. Mal gucken, was da für ein Geräusch kommt. Daneben ist eine Pfeife abgebildet. Das wird sich wohl um die Pfeife des Schaffners handeln. Hören wir mal rein. Und daneben das nächste Symbol. Gott. Das hört sich nach Betriebsgeräusch an. So, da habe ich jetzt noch ein Symbol. Ich zeige euch das hier wieder, wo ich schon bin. Da hat wohl gerade jemand bei den Bremsen Luft abgelassen. Und daneben das nächste Geräusch. Das ist allerdings eher ja was für Personenwagen. Zeige ich euch das Symbol.
Das ist das Symbol hier. Das sieht ganz nach Tür aus und das wird sicherlich das Geräusch sein. Türen schließen. So, die Türen sind geschlossen. Daneben haben wir wieder etwas zum Rücken. Das Signal von der Lok. So, und das nächste. Das hört sich an, das Anfahren der Lok. Daneben haben wir wieder ein Geräusch. Das wird wieder eine Durchsage. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen alle zugestiegenen Fahrgäste im IC 2035 nach Leipzig Hauptbahnhof und wünschen eine angenehme Fahrt. So, dann haben wir noch eine Durchsage. Meine Damen und Herren, am Gleis 2, bitte beachten Sie, der IC 2035 nach Leipzig Hauptbahnhof verkehrt heute mit ca. 15 Minuten Verspätung. Ja, wenn er Verspätung hat, dann kann er auch nur ganz langsam fahren. Oder er steht irgendwo auf der Strecke. Dann habe ich noch ein Symbol. Nächster Halt, Norddeich. Und das nächste Symbol. Sekunde. Da hört man ja gerade, wie der Zug mit dem Waggons gekoppelt wird. Und noch ein Symbol. Ja, jetzt habe ich euch die meisten Symbole einmal vorgeführt. Und jetzt kommt aber das nächste. Jetzt können wir können es nochmal ein bisschen weiter rausziehen. Da kommt dann noch die Geschwindigkeitsanzeige dazu. Aber ich muss so ein bisschen die Lok jetzt mal fahren lassen. Ihr seht, dann steigt die Geschwindigkeit. Aber ich will sie gar nicht fahren lassen. Ich will sie im Moment dann noch stehen lassen. Und jetzt kommt natürlich das große, große Ding. Es ist ja ein Spielewelt-Decoder eingebaut. Und so, da ist er jetzt, der Spielewelt-Decoder. Ja, hier sieht man Lokbezeichnung, jetzt Fahrstufe und das ganze Bremse, Not aus und so weiter. Ja, das hier, auch hier sind Symbole da und die kann ich dann anklicken. Und dann haben wir die entsprechenden Geräusche dazu, Wagen schließen und so weiter. Ja, aber ich muss euch noch etwas zeigen und die Wagen haben eine eingebaute Beleuchtung und die schaltet man wiederum separat ein, nicht über die Lok, sondern über einen Wagen. Und zwar einmal zurück. Ja, wo ist denn der Dosto? So, da ist der Dosto, Doppelstockwagen. Den ziehe ich einmal hier hin. Wenn ich das hier aufziehe, dann seht ihr schon, auch hier sind Symbole. So, wenn ich jetzt mal den ganzen Zug hier mal eine Runde ranhole. Ich mache das mal eben alles dunkel, alles aus. So, jetzt hole ich den Zug mal eben ran, dass ihr das auch gleich sehen könnt. Das ist ja einfach auch klasse, wie diese Lok anfährt, so ruhig und das ist wirklich super. So, ihr seht, das Licht ist aus in den Waggons. Ja, und das muss ich jetzt halt schalten über den Doppelstockwagen. Also der ist hier aufgeführt wie eine Lok im Lokverzeichnis. Der ist ja nun mal selber digital. Und darüber schalte ich jetzt so das Licht. So, wir haben hier so eine Lampe und die sieht ja so aus, als wenn das wohl eine Innenbeleuchtung ist. Und wenn ich die betätige, dann schaut euch das mal an. Gucken wir mal, ob das Licht angeht und sehe da, die Beleuchtung in den Waggons ist an. Ja, also das ist soweit da. So, jetzt haben wir hinten noch einen Steuerwagen. Wir haben auch hier noch die Zugzielanzeige. Zugzielanzeige noch Beleuchtung. Das muss ich euch auch noch zeigen. Dazu muss ich mal eben den Zug, den kann ich nicht fahren. Ich muss den Zug fahren, die Lok fahren. Damit ich euch das jetzt alles mal zeigen kann mit der Zugzielanzeige, weil das alles ist am letzten Wagen, am Steuerwagen. Dazu stelle ich mal ganz kurz die Kamera um. So, jetzt seht ihr den Steuerwagen und jetzt zeige ich euch zuerst einmal die Beleuchtung der Zugzielanzeige. Seht, wenn ich das anklicke, geht das an und aus. Dann, wenn der
Triebfahrzeugführer im Steuerwagen sitzt und von außen zufährt, braucht er auch mal ein bisschen Licht in seiner Kabine. Das können wir immer auch anschalten und ausschalten. Ja, machen. Und natürlich haben wir auch noch Rücklichter. Die können wir natürlich anlassen während der Fahrt. Ja, und wenn ich den Zug dann einmal umdrehen würde, dann, wenn er in die andere Richtung fährt, dann ist natürlich das rote Licht auch weiß und nicht rot. Ja? So, das sind also alle Funktionen. Da habe ich nochmal die Zugzielanzeige. Ah, komm mal her. So, die Zugzielanzeige ist jetzt auch an. Finde ich auch sehr schön. Und jetzt machen wir die Zugzielanzeige aus. Jetzt machen wir dem hinten das Licht in der Kabine aus, weil da sitzt ja nun mal keiner. Und wenn ihr euch jetzt den Zug noch mal anschaut, alles leuchtet und ihr steht kurz vorm Bahnhof. Ja, das so zu den Funktionen der Lok und den Doppelstockwagen. Und jetzt zeige ich euch ein paar Fahreindrücke. Ja, liebe Mickey-Train-Freunde, das war's mal wieder von eurem Mickey-Train. Ein kleines Video der 146.5 auf meiner Anlage. Passt gut auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Euer Mickey-Train, tschüss, tschüss.